Hallo, willkommen in windigen Lüttelsburg. Würdest du mich fragen, was zusammengefasst die drei Grundbewegungen des Golfschwunges ist, dann würde ich dir Folgendes erzählen. Es geht mit dem Rückschwung los. Man möchte eine Position von, wie ich das nenne, positive Spannung bekommen. Und was meine ich da? Ich starte meinen Rückschwung mit einer minimalen Verlagerung nach rechts, zur Innenseite des rechten Fußes. Und im letzten Moment des Rückschwunges bewege ich meinen Kopf zurück in die Anfangsposition. Und von hier spüre ich im gesamten Körper viel Spannung. Ich bin bereit, diese Spannung zu lösen. Und das Lösen dieser Spannung ist leicht, weil ich eine Spannung habe. So, Teil 2. Ein absoluter Muss. Nachdem ich diese Position erreicht habe und schon vor dem Ende des Rückschwunges, beginne ich mit einer kleinen laterale Bewegung nach links. Und das ist absolut notwendig, damit man Hände schafft, auf die richtige Ebene bekommt, damit man in eine Position kommt, wo man nicht viel kompensieren muss. Und dann der dritte Punkt, der Punkt, der wirklich Spaß macht, ist, nachdem man Spannung hatte, die Verlagerung gemacht hat, dann kommt die Rotation und den Release der Hände, Schläge durch den Ball. Und dann automatisch kommt man in eine gute Endposition. Okay, so dieses letzte Teil des Drehens, Releases, ist nur möglich, wenn Teils 1 und 2 passieren. So. Ich würde mich sehr freuen, mit dir an die drei entscheidenden Bewegungen zu arbeiten, entweder hier im Golfclub Lüttelsburg, an der Nordsee oder an einer kommenden Golfreise.